Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Adventure Jura Minecraft. Männlichkeits-Edition. Nein, nochmal ganz normal. Und heute spielen wir die Map von B-B-B-B-Berlin. Also wirklich mit ganz vielen Bs. Habe ich mir nicht ausgedacht. Und die Map ist eine ganz nette Map. Wirklich. Noch kurz davor zu der Türenaufgabe von der letzten Aufgabe. Überlege ich mir gerade spontan was, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Hinter der ersten Tür war ein imaginärer Urlaub in die Karibik. Hinter der zweiten Tür war ein Jahresvorrat an nichts. Und hinter der dritten Tür war ein Dankeschön von mir. Dankeschön. So, jetzt haben wir die Türenaufgabe gelöst. Ich hoffe, ihr seid glücklich über eure Preise. Oh, Gottes Willen. Und wir spielen heute die Map von Berlin. Stottern. Ich mag Stottern, also nur noch Stottern ist okay, aber ich mag Lispeln nicht. Ich kann Lispeln nicht gerne. Also ich schaue gerne Lispeln nicht. Es gibt ja ein paar Let's Player, die Lispeln. Ich schaue es nicht gerne an, unbedingt. Ich will jetzt gegen niemanden was sagen, ne? Ich schaue es nur selber gerne nicht. Nicht gerne. Weil es halt nicht so unbedingt. Na, generell mag ich Lispeln nicht so. Aber hey, hoch, bitte treten Sie auf diese Platte, danke. Oh, habe ich gemacht. Willkommen zu meiner Map, die anders sein will. Deswegen beginnt sie in einem hässlichen Raum. Warum? Das weiß ich nicht genau. Hey, das sind Kisten, ja. Sie versucht teilweise lustig zu sein. Man sollte sie also nicht ganz zu ernst nehmen. Die wichtigste Regel zuerst: Kommentare, die mit M beginnen, müssen super männlich. Okay, ist also doch eine männliche Map. Super männlich ausgesprochen werden. Denn diese Map ist super männlich. Wirklich, war das alles? Das geht noch viel männlicher. Super männlich! Oh Gott, mein Hals. Er stirbt. Okay, ich merke, die Map wird nicht einfach für dich. Sonstige Regeln wie immer: nicht cheaten, nichts abschlagen, Rest erledigen, die Command-Blocks. Alles gelesen? Dann drücke den Schalter. Und steig ein in ein super männliches Abenteuer. Nö, ich hol mir was zu trinken, mein Hals geht sonst drauf. Entschuldigung, bis gleich. Ich habe mir jetzt Apfelkirsch-Nektar geholt. Ich glaube, der sollte meinen Hals genug befeuchten, dass ich super männlich reden kann. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Das hat doch schon mal was. Okay. Nach 3 Minuten fangen wir dann auch mal an. So. Und reden. Bin ja gespannt, was die Map erwartet. Es hat keine Jump'n'Runs drin, hat es stand schon dabei. Von Berlin, ein Brief und ein Lever. Hallo Chombey, es tut mir leid, doch ich muss dir mitteilen, dass es aus ist. Du bist mir einfach nicht mehr männlich genug. Wenn du mir das Gegenteil beweisen willst, bestehe die Prüfungen der Männlichkeit. PS, außerdem hast du weder Fenster noch eine Tür in deinem Zimmer. Ernsthaft, was ist da los? Wir sehen uns, vielleicht. Moment, wieso habe ich einen Schalter bekommen und da hängt ein Schalter? Soll das so sein? Ich hoffe. Nein, sollte es nicht. Och, ich bin ja auch noch im Creative Mode. Ha! Moment. Das sollte wahrscheinlich nicht so sein. Ich gehe einfach mal von alleine. So. Pam! Aha, jetzt geht's doch. Hier ist Gras. Du denkst, du bist männlich? Super männlich vielleicht sogar. Dann schreite voran und beginne die 4 Prüfungen der Männlichkeit. Okay. Ich hab mal gegen einen Baum gepieselt. Zählt das als männlich? Beginne die Prüfungen der Männlichkeit. Ist einen Weg zurück, gibt es nicht. Huch, dann mache ich gleich die Tür auf. Willkommen zur ersten Prüfung der Männlichkeit. Dich erwarten 5 Fragen, die du so männlich wie nur möglich beantworten musst. Ist der Bug noch da mit den Schuhen? Nein, okay. Um das Ganze noch männlicher zu gestalten, musst du mit Pfeil und Bogen antworten. Denn das ist super männlich! Okay. Ich hoffe, meine Nachbarn werden sich nicht beschweren über diese Map. Die Map, die du gespielt hast, war aber Kacke. Nein, natürlich nicht. Welches Getränk ist männlich? Ich schätze einfach mal Bier. Was macht Mann zuerst am Morgen? Sich kratzen, lesen, singen. Sich kratzen!
mit einer Heckenschere. Welche Sportart ist am männlichsten? Fußball. Auf einem Vulkan. Ich denke da einfach jetzt zu jeder Sache noch was dazu. Ich kann es einfach. Ich bin so männlich. Welches Filmgenre ist am männlichsten? Komödie, Dokumentation, Action, Romantik oder Zeichentrick? Action. Mit zweiter Kategorie Action. Doppel-Action. Pam. So. Welche Antwortmöglichkeit hat gerade gefehlt? Ralf, Bier, 7, Porno, Mathe, Kurzfilm. Porno hat gefehlt, oder? Oh Gott, die Tür geht wieder zu. Porno. Du hast Prüfung 1 bestanden. Auf zur Prüfung 2, denn diese ist super männlich. Ich muss noch einen Schluck trinken, tut mir leid. So lustig die Map auch ist. Umso mehr tut sie in meinem Hals weh. So. Willkommen zur zweiten Prüfung. Sie trägt den Titel Minecraft Sweeper. Bitte betätige den Erklärungshebel. Gewinnst du das Spiel, ohne eine Mine auszulösen, erhältst du eine Hilfe für die nächste Prüfung. Wenn du bereit bist, betrete die Kammer durch die Tür. Aber bitte männlich. Erklärung unbedingt lesen. Dich erwartet ein 5x5 großes Feld. In diesem sind 5 Minen versteckt. Die anderen Felder geben an, wie viele Minen in den 8 anliegenden Feldern sind. Finde die 5 Minen, ohne auf die jeweiligen Druckplatten zu treten. Dann aktiviere den Schalter, über dem das Minenfeld liegt. Was? Warte. Das muss ich selber nochmal für mich leise durchlesen, sonst verstehe ich es nicht. Es war wahrscheinlich einfach mein Sweeper. Die haben ein 5x5 großes Feld, in diesem sind 5 Minen versteckt. Die anderen Felder geben an, wie viele Minen in den 8 anliegenden Feldern versteckt sind. Finde die 5 Minen, ohne auf die jeweilige Druckplatte zu treten. Dann aktiviert sie den Schalter, der über dem Minenfeld liegt. Okay. Ich kenne Minesweeper von sich an. Das Easter Egg! Es ist geplatzt. Okay. So. Ach ja, ist ja lustig. Also wenn ich jetzt hier drauf trete, sagt es mir, wie viele Minen außen rum sind. Und was ist, wenn das jetzt eine Mine ist? Eine Mine ist hier außen rum. Ja, aber das kann man doch nicht ohne Scheitern zu schaffen. Okay, hier ist eine außenrum. Wie sieht's hier aus? 0. Wie sieht's da aus? Hier ist eine wieder außenrum. Da könnte eine sein. Aber genauso auch da. Was ist da? Na, fuck. Ja, und jetzt? Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt einfach nur irgendein Achievement nicht geschafft. 4! Um Gottes Willen. Hier ist eine, da ist keine. Da ist eine, das wird wahrscheinlich eine sein. Gehe ich gerade mal von aus. Weil dann hier auch wieder eine. Um Gottes Willen, ich bin so schlecht da drin. Keines hier rum. Also alles Felder außenrum, okay. Hier liegen 2 rum. Da liegt keine rum. Oh Gottes Willen, das ist mir zu komplex. Ich kenne es ja, am PC kann ich es ja spielen. Aber hier in Minecraft ist es mir gerade zu komplex. Also hier liegen... Aber es ist toll umgesetzt, es ist unglaublich toll umgesetzt. Oh Gott, ich liebe dich, Map-Ersteller. Das ist mir zu unmännlich. Wo sind die Waffen? Gut, es ist mit TNT. Kein einziges um mich herum. Hier ist wieder eins um mich herum und da ist wieder eins um mich herum. Also eines der beiden Felder hat eine. Zwei. Ich bin da viel zu unsicher, um das zu testen.
Weißt du, aber alle 8 Felder außenrum können jetzt eine Mine haben. Oh, hi. Du bist eine Mine. Du bist auch eine Mine. Du nicht. Aber du. Nein? Um Gottes Willen. Tut mir leid. Ich versuch's, aber ich kann's nicht so. Also, die Idee ist gut, aber ich kann's einfach nicht. So spontan. Ja, du wirst ein TNT, das habe ich schon gezündet. Bist du wahrscheinlich ein TNT? Ja. Okay, ich habe trotzdem drauf gedrückt. Wie viele sind um mich herum? 2. Ja, du warst scheinbar eins. Ach, ich löse es kurz. Du bist ein TNT. Ich bin zu doof dafür. Falls ihr die selber lösen wollt, dann... Ne? Ladet euch die Map herunter. Huch. In der ersten Reihe kein einziges TNT. Und hier auch kein einziges. Oh. Habe ich die Map verbuggt? Aber hier kommt nirgends mehr was. Und ich habe alle Minen scheinbar ausgelöst. Tja. Ne? Ich schlag einfach die Wand auf. So. Und Survival. Ja, jetzt kriege ich auch keine Erklärung mehr gerade. Tut mir leid, ich bin zu doof. Scheinbar. Erklärung. Prüfung 3. Echte Männer verlieren nie die Orientierung. Ja, ich bin scheinbar kein echter Mann. Ich habe die letzte Prüfung schon total verkackt. Trifft dies auch auf dich zu? Vor dir, Lee. Vor dir? Hä? Vor dir? Das sollte ich recht haben, oder? Ja. Vor dir liegen 5 identische Räume mit je 4 Portalen. Finde das Richtige, was zum Ausgang führt. Zusatzinfo. Fackeln darfst du platzieren und abbauen, wie du willst. Ich muss immer noch einen Schluck trinken, mein Hals tut gerade so weh. Ach. So eine Stimme ist zwar toll, aber ich kann es einfach nicht lange. Irgendwann mal vielleicht. Brauche einfach ganz viele solche Maps. So. Also 5 identische Räume mit je 4 Portalen. Finde das Richtige, was zum Ausgang führt. Zusätzliche Fackeln darfst du platzieren und abbauen, wie du willst. Huch. Ach so. So. Da platziere ich die Fackel. 2 Fackeln an einer Wandseite und gehe dann davon rechts in das Ding rein. Das bringt mich in denselben Raum. Okay, dann gehe ich links davon rein. Dann platziere ich die einfach direkt vor mir und gehe da in die Ecke. Nein, das ist doof. Also ich weiß jetzt, dass ich schon mal im selben Raum immer wieder lande. Wenn ich jetzt da lang gehe, komme ich auch wieder in den Raum mit den Fackeln. Genau, aber die platziere ich hier einfach jetzt eins drüber. Das ist Raum 2. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Gott sei Dank, sonst hätte ich mich echt verlaufen. Prüfung 4. Du hast es also bis zur 4. Prüfung geschafft. Für diese musst du nun eine Rüstung auswählen. Hinter dir sind 2 Schalter. Wähle eine für eine schwarze und 2 für eine rosa Rüstung. Rosa darf ich wahrscheinlich eh nicht nehmen. Du hast rosa gewählt, wirklich? Das Prinzip dieser Prüfung hast du schon verstanden, oder? Nimm nun deine Rüstung. Okay, wir werden nun so männlich, wie wir sind, feiern gehen. In einer wirklich männlichen Kneipe. Hey, ich dachte, was? Hey! Nee! Wie gesagt, mein Hals, ne? Aber warum durfte ich jetzt... Hä? Wurde ich jetzt wirklich weitergezogen oder sind wir jetzt einfach feiern gegangen? In der männlichen Kneipe. Damit ich männlicher werde. Keine Schlägereien vor 14 Uhr. Okay. In einer wirklich männlichen Kneipe sind wir gerade feiern. Story.
Hey, wer ist das da hinten? Es ist nach 14 Uhr. Hau die um. Womit? Ich habe meine Rüstung noch nicht genommen. Gib her. So. Lustigerweise kommt da niemand. Story? Hallo? Hey, wer ist das da hinten? Es ist nach 14 Uhr. Hau die um. Hier ist aber niemand. Hallo? Okay. Scheinbar sind ein paar kleine Fehler unterlaufen. Ich sehe ja hier die Mob-Spawner, die scheinbar aktiviert werden sollten. Ich nehme jetzt einfach den Schalter. Oder warte, machen wir es so. Ist es nicht ein bisschen dämlich, alles einzeln zu aktivieren? Ich suche mal kurz die Redstone-Schaltung. So. Jetzt gehen wir in den Survival-Mode und kämpfen wenigstens gegen die. Dass wir wenigstens irgendwie männlich gekämpft haben. Um Gottes Willen, da war ein Creeper dabei. Stipp. Keine Ahnung, wo der Creeper ist. Ist mir auch egal. Ein Creeper weniger ist ein guter Creeper. So, ich wurde teleportiert. Ist wieder Gras. Glückwunsch, du hast die vierte Prüfung der Männlichkeit bestanden. Hole dir den Beweis. Oh Gott, mein Hals. Es stirbt. Ich bin jetzt einfach die zweite männliche Stimme. Hole dir den Beweis aus der Kiste und zeige deiner großen Liebe, dass du super männlich bist. Danke fürs Spielen meiner Map. Es gibt eine Bewertungsplattform, dort steht auch TNT. Schau dich vorher richtig ruhig um. Übrigens wäre ein männliches M nicht die perfekte Note? Ja, wäre es. Ende. Glückwunsch, du bist männlich genug gewesen, um diese supermännliche Map zu bewältigen. Die irgendwie supermännlich verbuggt war. Leider. Und ein paar Fehler drin hatte. Also wie das da. Die ein bisschen die Atmosphäre gestört haben. Ausgang. Bitte, warte, wo soll ich bewerten? Es gibt ein... Achso. Es gibt eine Bewertungsplattform irgendwo. Timbuktu. Ah ja. Die Map war super toll aufgebaut. Das schon. Aber wir lesen uns erstmal das unnützes Wissen der Map. Für die dritte Prüfung gab es zuerst ein 10x10-Welt. Dies war ein zu tief. TNT zerstörte es. Und zum anderen hat es eine riesige Kammer zur Minuswahl, welche noch steht. Die Verkabelung klappte nicht. Das war die dritte Adventure-Map, die ich angefangen habe, doch die erste, die ich zu Ende gebaut habe. Bau bitte mehr. Von Prüfungen 1 bis 4 wird die Wolle immer heller. Ausnahme waren die Wände der Bar. Grund weiß nicht. Die Bar war der erste Raum, der gebaut wurde und auch sonst der Grundstein der Map-Idee. Es gibt auf der Map genau ein Easter Egg. Wenn man es will, konnte man dies als Score bezeichnen. Oh, ich habe einen Score gefunden. Der Spaßfaktor dieser Map ist groß. Mein Hauptziel war es, eine Adventure-Map ohne Jump'n'Run zu bauen. Das hast du erfolgreich geschafft. So. Toolist, fertig sein, yeah. Achso, das sind die ganzen Game Ghouls. Okay. Interesting. Da ist ein Wasserblock. Achso, das war der Anfangsraum. Wo ist die Bewertungsplattform? Ich sag gerade noch nicht Absicht. Ah, da ist die Bewertungspyramide. Männlich, wie sie ist. Bewertungsplattform. TNT. Und Redstone. So. Leider Gottes hast du diese Fehler in dieser Map drin. Dass zum Beispiel das TNT jetzt gerade beim Minesweeper zum Beispiel scheinbar irgendwas kaputt gesprengt hat. Oder letztendlich, dass ich einen Fehler hatte, kann auch sein. Aber auch die Baufehler und sonst Kleinigkeiten, wie ein kleiner Rechtschreibfehler zum Beispiel, den ich jetzt nicht übel nehme an sich. Ich würde dich einfach spontan drum bitten, besser diese Kleinigkeiten, die jetzt hier in dem Video aufgefallen sind, aus... Und send den Link nochmal per PN ein. Dann werde ich den hier unter dem Video zumindest erstmal ausbessern. Und dann auch in die Z-Map-Liste aufnehmen. Ich gebe dem Ganzen jetzt einfach ein Z-, weil die Map war verdammt geil. Kann man nicht anders sagen. Allerdings, die kleinen Fehler haben sie dann halt wiederum kaputt gemacht. Was dann nicht so verdammt geil ist. Da regnet es gleich vor Traurigkeit. Aber um Gottes Willen, die Map war geil. Und ich fühle mich so männlich, dass ich auf den Tisch schlage.
Mein Hals tut so unendlich weh. Aber wir brauchen erstmal männliche Explosionen. Da bellt der Hund gleich. Vor Männlichkeit. Das männliche TNT explodiert auch noch größer. Ich weiß nicht, wodurch die Fehler aufgetreten sind. Du kannst mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ganz so auf die Knurre. Alles gut gegen Feuer. Hallo. Ich will zum Zuschauen Hallo sagen. Nein? Okay. Dann darf ich dich wieder laufen. So. Nein, aber die Map war sehr toll. Doch, hat mir riesen Spaß gemacht und ich liebe dieses... Das ist auch aus dem Borderlands DLC. Mir so, habe ich so unendlich gefeiert. Mr. Torque, wer es kennt, der auch alles ultramännlich mit Explosionen will und dieses ganze Zeug. Ach, ich find's toll. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Adventure. Also die Map hat jetzt ein Z-. Auch wenn ich eigentlich keine Z- gebe, aber es hatte Fehler drin, aber die Map war toll. Also so gesehen, man kann es auch als A+ sehen. Z-, aber ich lasse es mal als Z- stehen, weil die Map wirklich ein Z an sich verdient, weil sie toll ist. Sehr toll. Und du hast es gut geschafft, ohne Jump'n'Guns eine Map zu bauen. Und da wollen sich Leute immer beschweren, dass alles nicht möglich sei. Na gut. Und das mit der Rüstung und dem zu frühen Teleportieren und dass die Monster in der Bahn nicht kommen, das war zum Beispiel auch ein Fehler. Glaube ich. Ich denke nicht, dass das gewollt war. Aber gut, ich sage, denke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim Let's Männliche Minecraft. Bis dann, euer Zombie.